Einen sonnigen guten Morgen. Grüß euch. Jetzt geht's wieder los. Tag 3. Heute haben wir wieder eine 20 Kilometer Etappe vor uns. Die Sonne brennt jetzt schon ganz schön an. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja. Ob wir die 20 voll machen oder wieder früher feiern lassen. Wir werden es herausfinden. Bleibst dabei. Begleitet uns. Es gibt viel zu sehen. Was man da so hoch herum alles findet. Ein wunderbarer Pool. Vielleicht ein bisschen dreckig, aber sicher erfrischend. Ja, jetzt stehen wir da mitten auf die Wiesen von den Hochbauern. Und unser Ziel ist jetzt einmal zu den zwei Kirchtürme da alle. Bring ich nicht drauf, aber macht ja nichts. Okay, egal. Da alle müssen wir. Dann müssen wir da links durch den Wald um. Und da sollen angeblich total coole Wasserfälle kommen. Und wenn das Wetter so bleibt, hoffen wir das Beste. Toi. Nachher reiß ich mir die Kleider vom Leib und stell mich da drunter und mach eine Naturdusche. Dann werden wir wieder gespannt auf YouTube. Es geht, wenn man geht, Schatz. Es geht zwar ein bisschen steil, aber es geht. No geht's? Jetzt. Schatz. Ja? Ich glaube, ich spinne. Mir ins der Ohren kann und gefühlt 5000 Höhenmeter machen, kommt man da an einen Platz, wo einfach ein Pool ist, die Leute entspannen und mir da nicht am Leine hupfen darf. Ja, Frechheit, gell? Was machen wir falsch? Ich weiß es nicht, da. Falschen Urlaub gebucht. Fuck. So, die erste Stunde ist geschafft. Also, was uns jeden Tag aufs Neue überrascht, ist... Wie gut wir eigentlich bei uns sind. Das auch, aber wir extrem steil, dass wir teilweise gehen müssen. Gell? Ja. Also wir haben uns ja davor daheim im Internet ein bisschen schlau gemacht, was der Kastanienweg so hergibt. Und da ist gestanden, ja, das ist eine leichte Tour. Aber wir machen so am Tag so bei die 1500 Höhenmeter. Und deswegen ist das manchmal mit 20 Kilometer für uns im Moment nicht schaffbar. Wir müssen wirklich zwischen 10 und 15 noch aufgeben. Aber wir probieren es heute einfach aufs Neue und vielleicht kriegen wir es ja hin. Jetzt haben wir uns ein paar gute Helfer geholt. Und zwar, habe ich ja davor gesagt, das europäische Koka. Und ich glaube, wir werden jetzt nochmal vor anständigen Herausforderungen gestellt, bevor wir dann am Wasserfall die Belohnung ernten. Da macht es dann schon ein bisschen Schnaufen da. Ja, Herren, kommen denn schon im Wasserfall? Der Weg wird echt immer schräger, immer schmäler und da geht es richtig, richtig steil hoch. Schatz, bist du ja mit der Kraft fast am Ende, gell? Ja, jetzt bin ich froh, wenn wir nachher da sind. Ja.
Aber es kann nicht mehr weit sein, weil, wie gesagt, der Wasserfall, er wird immer lauter. Und es ist ein gutes Zeichen für uns. Ja, jetzt sind wir da. Und hat sich wirklich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Es ist echt richtig spektakulär und angenehm, fein. Da komme ich ja nicht einmal durch mit dem fetten Rucksack. Hey. Scheiße, da bleibe ich echt stecken. Ja. Ja, ach, vielleicht muss ich noch gerettet werden. Locker, locker. Haben wir gerade gesagt, wie wir eigentlich vom Glück begleitet sein. Weil da im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, da wäre es jetzt ganz schwarz und es hat auch schon gedonnert. Und wir haben einfach, es ist immer genau so, wie wir es gerne hätten. Genau. Wir bestellen und es liefert. Und es ist einfach so faszinierend und so toll. Und auch die Erkenntnis, ich weiß nicht, hast du halt eine Erkenntnis gezogen da? Ja, aber wenn es einmal wert wird und zwickt, wenn man weitergeht, wird man trotzdem belohnt. Muss man halt mal über seine Komfortzone rausgehen.